just a Broadway baby, walking off my tired feet, pounding 42nd Street to be in a show. Broadway baby, learning how to sing and dance, waiting for that one big chance to be in a show. Stephen Sondheim is so unique and so enormous. Stephen Sondheim ist so einzigartig, sein Talent so groß und individuell, dass er die nachfolgende Generation von Autoren beeinflusst hat. Viele versuchen sogar, ihn zu imitieren. Das ist übrigens das Letzte, was er sich wünscht. Ich denke, er ist ein Gigant des Theaters. Seine unglaublichen Fähigkeiten überraschen immer wieder. Alles, was er macht, unterscheidet sich voneinander. Er hat keine Angst davor, Risiken einzugehen und sich für etwas Neues einzusetzen. Ich verwende den Begriff Genie sehr vorsichtig, aber er kommt ihm verdammt nahe. Steve ist ohne Zweifel der erfolgreichste Komponist der Welt, in jeder Hinsicht. Alle seine Kollegen respektieren ihn. Die Erfolgsgeschichte von Stephen Sondheim begann mit einem Stück, das heute, keine 50 Jahre nach seiner Entstehung, ein Klassiker des Musiktheaters ist. Mit einer modernen Adaption von Shakespeares Romeo und Julia, der West Side Story. They had this idea. Leonard Bernstein, Arthur Lawrence und Jerome Robbins hatten diese Idee schon einige Jahre und begannen gerade daran zu arbeiten. Sie brauchten einen Textdichter und Arthur Lawrence hatte meine Songs in einem anderen Zusammenhang gehört. Was Steve erzählt, stimmt genau. Ich schlug mir auf die Stirn. Ich sagte, warum habe ich nicht an dich gedacht? Dann habe ich ihn vorgeschlagen. Ich dachte, er würde geschmeichelt sein. Doch er war es überhaupt nicht. Er war nicht einmal interessiert. Steve war sehr ehrgeizig. Er wollte nicht nur Songtexte schreiben. Daher war er nicht sehr glücklich mit seiner Aufgabe. Lieber hätte er auch die Musik dazu geschrieben. Doch das wurde ihm nicht angeboten. From Lenny, I think I learned not to be quite so square musically. Von Lenny habe ich gelernt, in musikalischer Hinsicht nicht so brav zu sein. Ich hatte immer in zwei- und viertaktigen Phrasen gedacht. Auch heute tue ich das meistens. Unter Lennys Einfluss lernte ich, ungerade Phrasenlängen zuzulassen und zu schätzen. Zudem hatte Lenny nie Angst, gewissermaßen von einer hohen Leiter zu fallen. Wenn Lenny schlechte oder peinliche Sachen schrieb, waren die enorm schlecht, schrecklich peinlich, fürchterlich. Es waren immer große, niemals kleine Fehler. So lebte er auch. Etwas davon hat in mir seine Spuren hinterlassen. First of all, he's tremendously literate. Vor allem ist er unglaublich sprachgewandt. Er kann
mit Wörtern umgehen. Seine Songtexte haben keine Füllsel. Viele benutzen Wörter und Phrasen als Füllmaterial. Er macht es nie. Jedes Wort gehört an seinen Platz. It's amazing. Every word belongs. Er kann dreifache Reime fabrizieren, wie die Besten. Doch er weiß auch, dass man es in bestimmten Situationen lassen soll. Songtexte schreiben ist eine sehr mühsame Arbeit. Da die Melodie feste Grenzen setzt, müssen die Lyrics sehr genau passen. Das macht sie so kraftvoll. Die Worte müssen frisch sein und zur Musik passen, müssen sich reimen oder auch nicht, sollen dem Publikum Klarheit verschaffen und zudem Würze und Charakter haben. Und das alles innerhalb strenger Grenzen. Die Musik überhöht sie und zwängt sie gleichzeitig ein. Wenn man einen Roman oder Dialoge für ein Theaterstück schreibt, hat man gewisse Freiheiten, aber Songtexte haben strenge Regeln. Das ist gut und schlecht zugleich. Oh, anybody that stays home is dead. If I die, it won't be from sitting. It'll be from fighting. To get up and get out. Some people can get a thrill knitting sweaters and sitting still. That's okay for some people who don't know that. Some people of 105, but I at least gotta try. When I think of all the sights that I gotta see, at all the places I gotta play, all the things that I gotta be, yet come on, Papa, what do you say? Gypsy had a chance to do both. Bei Gypsy hatte ich die Chance, Text und Musik zu schreiben. Doch Ethel Merman hatte gerade in einer Show von zwei jungen Autoren gespielt, die nicht erfolgreich war, und lehnte daher einen unbekannten Komponisten ab. Da ich West Side Story gemacht hatte, traute sie mir die Songtexte zu. Gypsy ist mit sehr kühnen Pinselstrichen entworfen. Als ich es fertig geschrieben hatte, sagte Steve zu mir, das könnte ein Theaterstück sein. Da hatte er Unrecht. Es hat keine Nuancen, es überrollt dich wie ein Bulldozer. Für ein Theaterstück braucht man sehr viel mehr. Ich liebe Gypsy, ich bin sehr stolz darauf. Es ist eines der wenigen Stücke, die von einem Regisseur nicht ruiniert werden können. You can do it. All you need is a hand. We can. Mama is gonna see to it, curtain up, slide the lights. We got nothing to hit but the heights. I can tell, wait and see. There's the bell, follow me. And nothing's gonna stop us till it's gone. Honey, everything's coming up, roses and daffodils. In 1961, I produced A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. 1961 produzierte ich A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Es wurde Steves erster Erfolg als Textdichter und Komponist. Ich hatte eine sehr schwierige Aufgabe. Das Stück basiert auf Komödien von Plautus. Es ist eine Farce, die weitaus raffinierter ist, als ich damals dachte. Than I ever realized when we were working on it. A funny thing is bawdy.
It is irreverent, it's silly. The Funny Thing ist drastisch, respektlos und albern. Es greift auf den klassischen Humor des griechisch-römischen Theaters zurück. Farce, Verwechslungen, visuelle Komik, Slapstick. Das alles macht es reizvoll, leicht zu realisieren und bedeutet eine Menge Spaß. A lot of fun again, a lot of fun. A Funny Thing hielt mich für viele Jahre über Wasser. Denn obwohl es kein Hit am Broadway war, wird es Jahr für Jahr von Schultheatern, Universitäten und Amateurgruppen aufgeführt. Die Gründe? Ein kleines Ensemble, nur ein Bühnenbild, kein Kostümwechsel und jeder hat Gelegenheit zu glänzen. Something convulsive, something repulsive, something for everyone, a comedy tonight. Something aesthetic, something frenetic, something for everyone, a comedy tonight. Form is all. Very happy. Forum ist durch und durch fröhlich, trivial und für Kinder geeignet. Es gibt allerdings Orte, die Forum ablehnen, weil das Wort Jungfrau auftaucht. Dies ist ein puritanisches Land, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Der Regisseur und Produzent Harold Prince war zwischen 1970 und 1981 der wichtigste künstlerische Partner Sondheims. Gemeinsam kreierten sie 5 wegweisende Musicals, für die Sondheim die Musik und die Songtexte schrieb. Stephen Sondheim und ich lernten uns kennen, als wir noch ziemlich jung waren. Wir redeten über alle Musicals, die wir gesehen hatten. Wir waren sehr kritisch, wie es nur junge, unreife Anfänger sein können. Wenn man 18 oder 20 Jahre alt ist, hat man kein Mitgefühl mit den Autoren. Und keine Ahnung, wie verdammt schwer es ist, eine Show zu kreieren. Sondheim ist einer der wenigen Leute, die begriffen haben, dass Theater in Zusammenarbeit entstehen muss. Gleichgültig, ob es sich um Oper oder etwas anderes handelt. Wenn das nicht passiert, ist es gekünstelt. Wie bei jeder Geburt braucht man mehr als einen Elternteil. Natürlich hat er Mitarbeiter. Weil Steve so berühmt und angesehen ist, wird oft vergessen, dass es auch einen Buchautor, einen Choreografen und einen Regisseur gibt. Bei der Erfindung dieser Stücke ist er ein wirklicher Teamarbeiter. Es ist ein gemeinschaftliches Unternehmen. Generally with Steve, we talk a lot. Steve und ich reden sehr viel. Wir sprechen über das Thema, über die Art von Show, die wir machen wollen und über die vor uns liegenden Schwierigkeiten. Dann fange ich an zu schreiben und bringe es ihm. Er spielt ein bisschen damit herum, aber schreibt eigentlich nichts, bis ein Großteil des Buches fertig ist und er weiß, wie die Geschichte läuft, was die Stimmung des Stückes ist und auf welche Weise sich die Musik in das Ganze einfügen muss. Subsequently, when he writes lyrics, he writes them with a yellow pencil. Wenn Steve Songtexte schreibt, benutzt er einen gelben Bleistift mit Radiergummi. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen uns beiden. Ich schreibe mit Tinte, die man nicht ausradieren kann. Everything I write in ink, which can't be erased. That's what it's really about, isn't it? That's what it's really about, really about. Company ist ein sehr beliebtes Stück. Es bietet viele gute Rollen und vergnügliche Songs. Company gelingt es, lustig, albern, unterhaltsam und gleichzeitig sehr bitter zu sein. Es ist sehr schwer, das alles zusammenzubringen. Das ist typisch Sondheim. Sondheim schreibt keine Songs, er schreibt Theatersongs. Das ist ein großer Unterschied.
listen, everybody. Look, I don't know what you're waiting for. A wedding, what's a wedding? It's a prehistoric ritual where everybody promises fidelity forever, which is maybe the most horrifying word I ever heard, and which is followed by a honeymoon where suddenly he realizes he's saddled with a nut and want to kill me, which he should. Thanks a bunch, but I'm not getting married. Go have lunch, because I'm not getting married. You've been grand, but I'm not getting married. Don't just stand there. I'm not getting married. And don't tell Paul that I'm not getting married today. We told the story of a young man. Wir erzählten die Geschichte eines jungen Mannes, der nicht in der Lage war, sich auf eine Beziehung einzulassen und zu heiraten. Daher zerpflückt er die Ehen seiner Freunde. Am Ende des Abends spürt er die Einsamkeit seines Lebens und beschließt, eine Frau zu suchen. Die Solitariness of his life sinks in. And he decides to go in search of someone to marry. In Company hat Stephen Sondheim mir den Song The Ladies Who Lunch geschrieben, der zu meinem Markenzeichen geworden ist. Hier in Amerika ist er geradezu legendär. Here's to the ladies who lunch. Everybody laugh. Lounging in their caftans and planning a brunch on their own behalf. Off to the gym. Then to a fitting, claiming they're fat, and looking grim, 'cause they've been sitting, choosing a hat. Does anyone still wear a hat? With Follies, it's an extraordinary work. Follies ist ein außergewöhnliches Werk über Menschen, die erwachsen werden, über Verfall und Reue, über Dinge, die man hätte tun sollen oder tun können, über Beziehungen, die nicht zustande gekommen sind und Beziehungen, die auseinanderbrechen. Es ist ein sehr reifes und anspruchsvolles Stück. Das bedeutet natürlich, dass es nicht von Schulen aufgeführt wird. Es kann nur von Profis gemacht werden. Aber dann ist es ein wahres Ereignis. Jeder Song ist großartig. Each song is a great moment. Oh, I think it's one of the best things, certainly among the best things I've ever been associated with. Es ist sicher eines der besten Stücke, an denen ich je mitarbeiten konnte. Steves Partitur ist atemberaubend, in jeder Hinsicht. Diese Vielseitigkeit. Er brachte es fertig, komplexes Theatermaterial und populäre Songs in einer unglaublichen Hommage an das amerikanische Musical zu vereinen. Es war ein großer künstlerischer Erfolg, doch es kostete sehr viel Geld, damals immerhin $800,000. Das konnte natürlich nicht wieder hereingeholt werden. Am 22. März 1930 wurde Stephen Joshua Sondheim in New York geboren. Ich war ein Einzelkind, was gute und schlechte Seiten hat. Meine Eltern haben beide gearbeitet, sodass ich nicht in einem wirklichen Zuhause aufwuchs. Als ich 10 Jahre alt war, ließen meine Eltern sich scheiden. Meine Mutter war eine extrem schwierige Frau. Sie war eine harte Frau und ich weiß, sie war eine lausige Mutter. Mein Vater war ein feiner Kerl. Ich mochte ihn sehr. Als ich 15 war, verließ ich meine Mutter und zog zu ihm. Obwohl ich Einzelkind war, fühlte ich mich nicht einsam. Ich hatte viele Freunde und war beliebt in der Schule. Es war, oberflächlich gesehen, keine unglückliche Kindheit. Ich war sehr privilegiert, gehörte zur oberen Mittelklasse, hatte zu essen, ein Dach über dem Kopf und ging zur Schule. Ich truly mean it when I say that we all. Ich meine es wirklich. Wir, die wir seine Freunde waren, haben immer gewusst, dass er zu etwas Außerordentlichem berufen war. Wir wussten, er war etwas Besonderes. Er selbst wusste das auch.
Natürlich konnte er auch eine Nervensäge sein. And he could be a pain in the ass at times and all that. But early on, Steve had a mentor. Schon früh hatte er in Oscar Hammerstein einen Mentor gefunden. Oscar Hammerstein war ein Nachbar von Steves Familie in Bucks County. Er hatte sich für Steve interessiert, lange bevor ich ihn kennenlernte. Steve war damals 10. Well, he was a surrogate father for me, so you know, it was like having my father died. Er war ein Ersatzvater für mich. Als er starb, war es, als wäre mein eigener Vater gestorben. Er war mein Mentor. Als ich ein Teenager war und meine Eltern sich scheiden ließen, halfen er und seine Frau mir darüber hinweg. Den Leuten ist nicht bewusst, dass er ein experimenteller Autor war. Unter anderem betraf dies die Form seiner Musicals, die Art, wie Songs die Geschichte vorantreiben und wie sie einen Charakter entwickeln. Showboat, eine der ersten wegweisenden Shows in der Musical-Geschichte, ist von ihm. 17 Jahre später kam mit Oklahoma ein weiteres bahnbrechendes Musical. Das ist auch von ihm. And that's another watershed show, and it's also his. All the world will fly in a flurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. When I was 15 years old, I gave him a show because... Als ich 15 Jahre alt war, gab ich ihm eine Show, die ich geschrieben hatte. Ich habe gehofft, er würde sie so sehr mögen, dass er sie am Broadway herausbringt. Er sollte sie beurteilen, als stamme sie von einem Profi, nicht von einem Freund der Familie. Er war einverstanden. Als ich später zu ihm kam, sagte er, wenn du eine wirklich objektive Meinung hören willst, es ist ein scheußliches Stück, einfach furchtbar. Aber es zeigt Talent. Und wenn du es wissen willst, kann ich dir sagen, warum es scheußlich ist. Und an einem Nachmittag ging er jede Zeile, jede Situation und jeden Charakter durch. Wir kamen natürlich nur durch die ersten 15 Seiten. Doch dadurch lernte ich wirklich alles, was ich weiß. Einer meiner Lehrer schlug Milton Babbitt vor. Babbitt war ein Avantgarde-Komponist, doch er unterrichtete auch tonale Musik. Er kam als Privatschüler zu mir und um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung warum. Mein Name war damals niemandem ein Begriff. Er liebte es auch, Songs zu schreiben. Wir begannen unsere Unterrichtsstunden oft damit, einen Song von Kern, De Silver, Brown, Henderson oder Rogers zu analysieren und gingen dann weiter zu Bach, Beethoven und Mozart. Als er zu mir kam, wollte er von vorne anfangen. Er wollte die Sachen lernen, die er in seinem College nicht mitbekommen hatte. Wir begannen mit Kontrapunktstudien, Harmonielehre und Formenanalyse und schauten uns Stücke an. Niemals kamen wir auch nur in die Nähe von Zwölftonmusik. Das war einfach nicht der Weg, den er gehen wollte. Mit Worten kann er fantastisch umgehen, zum Beispiel Kreuzworträtsel entwerfen. Er ist außergewöhnlich sprachgewandt. Manchmal trifft er sich mit Freunden und in kürzester Zeit besiegt er sie mit sehr kniffligen Wortpuzzles. Er liebt Spiele im Allgemeinen. Das muss einen tieferen Grund haben. Vielleicht den Wunsch, dass das Leben saubere Lösungen biete. Wie wir alle wissen, hat das Leben keine sauberen Lösungen. Aber es ist angenehm, so zu tun, als ob. Und eine Möglichkeit dazu bieten Spiele mit ihren Regeln. Ich mag Spiele, aber nicht diese modernen, in denen man sich die Regeln selbst setzt. Ich mag es gern sehr präzis. Eine Reihe von Regeln mit einer Auflösung. Eine der Tragödien bei seinem Wohnungsbrand war, dass er viele seiner wertvollen Spiele verloren hat. Er ist nun mal ein außergewöhnlich agiler Kopf. Wenn man das als Genie bezeichnen will, kann man das sicher tun. Ich hatte viele begabte Schüler und Studenten in meiner langen akademischen Laufbahn, aber in dieser Hinsicht war er wirklich einzigartig.
Februar 2000. Im Second Stage Theater, einem Off-Broadway-Theater an der 8. Avenue, erlebt Saturday Night seine New Yorker Premiere. 45 Jahre später als geplant. Musik und Songtexte dieser Show schrieb Sondheim als 24-Jähriger, noch vor seiner Karriere mit West Side Story. Erst Ende der 90er Jahre wurde Saturday Night in London und Chicago auf die Bühne gebracht. Seine erste Show Saturday Night wird jetzt Off-Broadway gezeigt. Er hat sie Mitte der 50er Jahre geschrieben. Sie sollte damals produziert werden. Doch als der Produzent starb, wurde nichts daraus. Ich kannte die meisten Songs, doch bis jetzt habe ich sie nie im Zusammenhang gehört. Ich bin überwältigt, dass er das mit Anfang 20 geschrieben hat. Wie raffiniert es ist und wie gescheit seine Songtexte sind. So what can you do on a Saturday night alone? Who needs a view on a Saturday night alone? If a person treads the path of sin, so her daughter can eat quail. In the movies she's a heroine, but in Brooklyn she goes to jail. That with so many people in the world, you love me. Es war sein erstes Musical. Man sollte es nicht als das Ergebnis seiner langjährigen Erfahrung ankündigen, sondern als ein Frühwerk, eine beachtliche Talentprobe. Es ist durchaus ein eigenständiges Stück, aber dennoch die Arbeit eines jungen Mannes. Da stecken so viele Ideen drin. Es ist ein Stück über Jugend und man spürt, wie er als junger Mann gedacht hat. Über Heirat und Geld, über Erfolg und Scheitern, über Ehrlichkeit und Täuschung. Wenn wir lange genug reden, wird er bestimmt ein Genie, meinen Sie nicht auch? Ich stieß auf den Film Das Lächeln einer Sommernacht von Ingmar Bergman. Es beschreibt ein Wochenende in einer großbürgerlichen Atmosphäre. A weekend in the country. What's frightful? No, you don't understand. A weekend in the country is delightful if it's planned. Wear your hair down and a flower. Don't use makeup, dress in white. She'll grow older by the hour and be hopelessly shattered by Saturday night. Spend a weekend in the country. We'll accept it. I had a feeling you would. A weekend in the country. Yes. It's only polite to be short. Good. Send the Clowns existed for 2 years. Sand in the Clowns existierte 2 Jahre, bevor sich irgendjemand darum kümmerte. Dann haben Judy Collins und Frank Sinatra es gesungen und es wurde ein Hit. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Es ist sicherlich der populärste Song, den Steve je geschrieben hat. Er ist einfach, sehr melodisch und nicht schwer zu singen. Jeder hat ihn gesungen, jede Sängerin auf der Welt. Einige Leute haben Steve geschrieben und ihn gefragt, was bedeutet der Song? Ich glaube, dass jemand, der dabei an einen Zirkusclown denkt, den Song nicht singen kann, denn darum geht es nicht. Es geht um menschliche Beziehungen. Timing ist alles im Leben. 2 Menschen haben es nicht mehr, daher gibt es keine Verbindung.
they can't connect. Don't you love us? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here. I expended the most effort, I think, on A Little Night Music. Mit A Little Night Music habe ich mir die meiste Mühe gegeben. Die Harmonien sind so subtil. Ich musste sie erst einmal aus dem Klavierauszug heraushören. Aus dem Grund habe ich auch härter an diesem Stück gearbeitet als an den anderen. Jonathan Tunick hat das Orchestrieren als einen 6-Wochen-Job beschrieben, der in 4 Wochen gemacht werden muss. Diese Shows werden in großer Eile zusammengestellt. Für den Komponisten gäbe es gar keine Zeit, auch noch die Orchestrierung zu machen. Er hat genug damit zu tun, sich um die Produktion zu kümmern und die vielen Änderungen vorzunehmen. I was there. You were where? At the treaty house. At that treaty there house. There was a tree. Which was where? Very near. Over here. Maybe over there, but there were trees then everywhere. May I show you? There if were you trees please. Then everywhere. But you were there. And I was there. Let me show you. If you please. I was younger then. We were all dragged into this show, kicking and screaming. Nobody wanted to do it. Wir wurden alle gegen unseren Willen in diese Show reingezogen. Niemand wollte sie machen. Wir sagten alle, wir wissen ja gar nichts über japanisches Theater. Aber es wurde eine wunderbare Erfahrung. Es ließ das Beste in uns allen zum Vorschein kommen. Denn wir mussten alle etwas Neues lernen. Brought out the best in all of us because we all had to learn something new. The subject of Pacific Overtures is der Gegenstand von Pacific Overtures ist der gleiche wie der neuen europäischen Gemeinschaft. Da gibt es Vorteile und Nachteile, wobei ich glaube, dass die Vorteile überwiegen. Wir haben ein Musical daraus gemacht und Steve hat einige seiner schönsten Musiken geschrieben. I think Steve wrote some of his finest music. It was years ago. I was good at climbing trees. Tries again. Getting desperate. I saw everything. Where they came and where they went. I was part of the event. I was someone in the tree. I was younger then. And then the boy comes in at the top of his desperation, climbs up the tree. Pacific Overtures, which was one of our favorite shows. Pacific Overtures, eine unserer Lieblingsshows, musste Geld verlieren. Aber es war für uns in kreativer Hinsicht sehr wichtig, auch für die Theatergeschichte. Aber danach machst du besser eine Show wie A Little Night Music, um das Geld für die Investoren zurückzubekommen. Oder es wird keine Show mehr geben. And get the money back to the investors, or they won't be there. Ah! Kundschaft! Stopp! Bleib doch hier, nicht so eilig. Ich bin ganz schnapper. Schreck, ich dachte, wär dein Geist. Nur ein paar Minuten Platz. Setz euch hin, Platz. Es war nämlich schon seit Wochen keine Kundschaft mehr bei mir. Möchtet ihr vielleicht Pasteten? Das Musical Sweeney Todd fand seit seiner Broadway-Premiere 1979 immer wieder auch das Interesse von Opernhäusern. Nach erfolgreichen Aufführungen in Houston und an der New York City Opera stellte das Nationaltheater Mannheim das Stück 1999 in einer deutschen Übersetzung vor. Es sind wirklich ziemlich miese Pasteten. Niemand sollte diese Ballen je zu sich nehmen. Für nur
unter uns gesagt, da hilft nur noch beten. Jetzt probier doch einfach mal. Ist das nicht abscheulich? Da wird einem übel. Es schmeckt wirklich gräulich. Moment hier, ein Kübel, so miese Pasteten. Auch kein Wunder bei dem Preis für Fleisch. Es geht um einen Barbier, der in die Verbannung geschickt wurde und nach 15 Jahren zurückkehrt nach London, um sich zu rächen an dem Richter Judge Turpin, der ihn in die Verbannung geschickt hat, um seine Frau und sein Kind zu bekommen. Er bekommt den Richter nicht. Und da wendet sich das Blatt und Sweeney Todd schwört sich, alle umzubringen, die ihm in den Weg laufen. Dazu kommt, dass sie nun natürlich mit der Beseitigung der Leichen Probleme haben und Mrs. Lovett auf die grandiose Idee kommt, die Kunden, die ermordet, dann unten in der Backstube landen, zu Pasteten zu verarbeiten. Wenn ich jetzt Sweeney Todd betrachte, ist es natürlich schon relativ harter Tobak, also von der Geschichte her, auch von der musikalischen Sprache her. Und ich glaube, Musical, auch ich bis vor kurzem, verbinde das immer mit Gefälligkeit, mit schönen Menschen auf der Bühne, viel Tanz, viel Glamour. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht doch zu unkonventionell ist. Es ist einfach ein Stück modernes Musiktheater. Es kommen einfach viele Genres zusammen. Gerade in dem Stück vereinigt sich Musical Hall Musik mit Operettenparodie und großer Opernarie. Es kommt alles zusammen eigentlich, was es da an Stilarten gibt. Ne? Ist ein wenig fad, ist du wie bad, hättest du was Scharfes vielleicht Literat. Das Problem mit Leuten, die schreiben, ist, wie sie es treiben, privat. Nehmt Prälat. Himmlisch. Vielleicht nicht so gehaltvoll wie ein Bischof, aber auch nicht so fad wie ein Kaplan. Und gut fürs Geschäft. Man möchte immer mehr davon. Das Problem ist, man kriegt sie nur sonntags. I don't think language translates well. I think ich glaube, Songtexte kann man nicht leicht übersetzen. Denn die Musik eines jeden Landes ist ein Spiegel seiner Sprache. Das ist im Deutschen genauso wie im Französischen. Wenn man den englischen Text kennt und sehr gut kennt, dann muss man schon mal eine Träne verdrücken, weil man denkt, schade, das kriege ich nicht so raus. Aber die Übersetzung, die wir haben, ist eine sehr gute. Wir haben es dann noch mal etwas adaptiert. Und ich denke, es funktioniert. In all fairness, I think rock can be translated. In aller Fairness, ich glaube, höchstens Rocksongs könnte man übersetzen, denn die sind eindimensional. Sondheim kann man nicht übersetzen. Ich habe West Side Story, die nicht so kompliziert ist, in Deutsch gehört, und das war unfreiwillig komisch. Es sind sehr viele versteckte Reime und assoziative Elemente, die sich ins Deutsche kaum übertragen lassen. Andererseits selbst, wir müssen einfach mal rein ganz profan denken, wir sind in Deutschland, der Text muss verstanden werden. Ich glaube, mit Übertitelungsanlage wäre das Stück schlecht bedient, weil einfach zu viel in der kürzesten Zeit passiert. Innerhalb von Sekunden ändern sich Zustände auf der Bühne und das wird der Sache nicht dienlich sein. Dann lieber gewisse Übersetzungsmängel in Kauf nehmen. Ich werde dich wohl nie mehr sehen, mein kleiner Schatz, mein Kind, Joanna. Ich glaube, dass die Zuschauer mit dem Genre Musical nach der ganzen großen Vermarktung oder im Zuge der Vermarktung ein ganz bestimmtes Bild im Kopf haben. Ein Bild von Musical Theater. Und das entspricht eigentlich nicht der Tatsache. Also es gibt eine Unmenge von Stücken, intelligente Bücher, nicht ganz so leichte Musik, die im Genre Musical existieren, die allerdings nicht aufgeführt werden, unter anderem, weil Musical immer noch nicht als vierte Sparte im Theater in Deutschland gilt, sondern immer noch als Kassenfüller.
ich will nicht sagen, damit finanzieren andere Theater ihre moderne Oper, die für 5 Vorstellungen aufgeführt werden. Aber so ist es eigentlich. Technically, I would say Sweeney is harder to conduct because Sweeney Todd ist am schwersten zu dirigieren, denn Sondheims Shows haben Bögen, die man herausarbeiten muss. Und Sweeney Todd hat den längsten Bogen. Manche Shows haben mehrere Bögen. Sweeney hat einen langen Bogen, den man durchhalten muss. Das Stück hat viel von einer Oper. Ich weiß, er bringt mich um, wenn ich das sage. Es ist keine Oper, Steve, aber es ist wie eine Oper in dem Sinn, dass es einen langen Bogen hat. Und deshalb ist es schwierig zu dirigieren. Stephen Sondheim would write an opera if he didn't think, my God, you write it. Stephen Sondheim würde ja eine Oper schreiben, wenn er nicht zu sich sagen würde, mein Gott, du hast keine Möglichkeit, sie in den Proben noch umzuschreiben und zu verändern. Deshalb will er es nicht. Ich habe einmal versucht, ihn zu überreden, für Chicago eine Oper zu schreiben. Aber ich verstehe seine Position vollkommen. And I understand his position entirely. Hey, old friend, are you okay? Old friend, what do you say? Old friend, are we or are we unique? Time goes by, everything else. That was a terrible, traumatic experience for both of us. And that's why we stopped working together. Das war für uns beide eine furchtbare Erfahrung und deshalb haben wir aufgehört, zusammenzuarbeiten. Es deprimierte mich zu sehen, dass es auf der Bühne nicht funktionierte und dann noch den Hass und die Schadenfreude der Leute zu erleben, als sie uns beide in Schwierigkeiten sahen. And then, most importantly, I did not do a good job. Vor allem habe ich nicht gut gearbeitet. Steves Arbeit war fantastisch. Es ist großartige Musik. Aber ich habe nie gewusst, wie die Show aussehen sollte. Jetzt ist es 19 Jahre her und ich weiß es immer noch nicht. Merrily war eine der schwierigsten Shows, die ich jemals gemacht habe. Es gab viele angespannte Situationen. Dinge verändern sich. Es war keine Absicht. Wir haben eben nichts mehr gefunden, was wir gemeinsam machen könnten. Ich habe dann meine Zusammenarbeit mit James Lapine begonnen, der Regisseur und Schreiber ist. Hal ist nur Regisseur. Und so kam ich zu einer ganz anderen Art von Theater. Hal ging zum Schauspiel und ich ging in eine ganz andere Richtung. Ich traf ihn nach dem Misserfolg von Merrily, We Roll Along. Er war nicht in der besten Stimmung. Er und Hal Prince hatten eine fantastische Zusammenarbeit. White, a blank page or canvas, a challenge. Bring order to the whole, through design. Composition. Balance. Light and harmony. Sunday in the Park haben wir irgendwie entwickelt. Ich hatte eine Show mit Namen Photograph gemacht. Dort hatte ich das Bild von La Grande Jatte von Georges Seurat benutzt. Da wir nach Ideen suchten, brachte ich eine Menge Bilder mit. Und das war eines von ihnen. Well, it's Stephen's brilliance again, you know, the pointillistic musical touch, where he, you know, red, 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 orange, red, red, orange, orange, pick up blue, pick up red, pick up orange, pick up blue, blue, blue. Sondheim setzte in Musik und Worte, was Seurat mit seinem Pinsel malte. Ich ging damals ins Museum nach Chicago und sah mir das Bild stundenlang an. Alle diese Grüns, Gelbs und Blaus. More light.
and light. There's only color and light. Yellow and white. Just blue and yellow and white. Look at the amethyst. See what I mean. No, look over there, miss. That's done with green. One day he had written the song called Finishing the Hat. Eines Tages hatte er den Song Finishing the Hat geschrieben, der das Wesentliche seines Lebens beschreibt. Wir gingen gegenüber in eine Bar. Im Keller in einem kleinen Raum gab es ein Klavier. Wir saßen da mit Paul Gimignani und Steve spielte den Song für uns. And Lapine had already heard it, so he was across the street and Steve played the song for us. Er begann mit einem trockenen Hemd, aber am Ende war es klatschnass. Ich dachte, er hat Angst. Es war Mitte Juli, im Keller, ohne Klimaanlage. Und es gab keine frische Luft. Nur deshalb habe ich geschwitzt. I was sweating like crazy. Studying a face. Stepping back to look at a face. Leaves a little space in the way, like a window, but to see. It's the only way to see. And when the woman that you wanted goes, you can say to yourself, well, I give what I give. But the woman who won't wait for you knows that. However you live, there's a part of you always standing by, mapping out the sky. Wir bekamen enthusiastische Kritiken von der New York Times. Das ist die einzige Kritik, die zählt. Wenn die schlecht ist, hat die Show eine Menge Probleme. Then the show has a lot of trouble. Years ago I saw a play. Vor einigen Jahren sah ich ein Stück, von dem die Kritiker sagten, es sei wahnsinnig lustig. Ich ging in die Vorstellung direkt nach den Kritiken. Der Vorhang ging hoch, die Bühne war leer und das Publikum lachte. Man hatte ihnen schließlich erzählt, es sei lustig. Die südenglische Stadt Leicester hat sich in den vergangenen Jahren als europäisches Sondheim-Zentrum profiliert. Im November 99 wurde Sunday in the Park with George vorgestellt, in der Regie von Paul Carrison. Zu den Besuchern dieser Produktion zählten auch die Mitglieder der Sondheim Society. Dieser britische Verein bietet über Webpage und Newsletter Informationen zu Stephen Sondheim. I maintain the database. I do PR in terms of getting more members. Ich verwalte die Daten unserer Mitglieder von der Sondheim Society, mache Werbung und habe auch die Website initiiert, auf der man alle Sondheim-Shows in Großbritannien finden kann. Unsere Mitglieder kommen aus der ganzen Welt, aus Deutschland, Holland, den USA, Japan, Singapur, Hongkong. Die meisten kommen natürlich aus England. Ich denke, auf dieser Seite des Atlantiks kümmern wir uns doch mehr um Sondheim und geben ihm die Anerkennung, die er verdient. Arthur Miller, einer unserer großen Dramatiker, und Stephen Sondheim werden in England als Götter angesehen, in Amerika als Künstler. Warum behandeln wir sie nicht als Götter und mit dem gleichen Respekt wie die Engländer? Wir sprechen doch beinahe dieselbe Sprache. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Europäer einen besseren Geschmack haben. Punkt. Zurück nach Amerika. Der Journalist Paul Salcini sammelt seit vielen Jahren alles, was mit Sondheim zusammenhängt. Durch die Herausgabe der Zeitschrift Sondheim Review und die Lancierung der gleichnamigen Webpage hat er ein weltweit beachtetes Informationsnetz der Sondheim-Gemeinde aufgebaut. Ich bin auch ein großer Kurt Weill-Fan und es gibt eine sehr schöne Kurt Weill-Zeitschrift.
Die ursprüngliche Intention war, die Sondheim Review genau so zu machen. Seriös zu sein, zu analysieren und Kritiken zu schreiben. Ins Internet gingen wir vor etwa 3 Jahren mit sondheimreview.com. Unsere Zeitschrift erscheint ja nur alle 3 Monate und wir sahen, dass die Leute auch zwischendurch informiert werden wollten. Ich habe Sondheim gefragt, ob er die Zeitschrift mag, und er steht sehr zwiespältig dazu. Er hält sie für eine sehr gute, professionelle Publikation. Er mag den Schreibstil und das Layout. Auf der anderen Seite, sie macht aus ihm wieder so etwas wie eine Ikone. Und das mag er nicht. Es gibt so viele Dinge, die ihm ein Denkmal setzen. All die Veranstaltungen zu seinen Ehren, die Preise, die Galas. Das alles stellt ihn auf ein Podest. Dabei will er nur seine Shows schreiben. And celery, asparagus, and watercress, and vinegars, and lettuce. He said, all right. But it wasn't quite, because I caught him in the autumn in my garden one night. He was robbing me, raping me, rooting through my rutabaga, raiding my arugula, and ripping up the rimpy in my jampi, in my favorite. I should have laid a spell on him right there. Could have turned him into stone, or a dog, or a chair, or a You can let me have the baby that your wife will bear. And we'll call it square. It's done everywhere, and there's a shortened version of that. Into the Woods wird überall aufgeführt. Es gibt sogar eine Kurzfassung für Grundschulen. Die Show ist nur schwer zu ruinieren. Wenn sie ganz naiv gemacht wird, ist sie beinahe besser als in einer professionellen Produktion. Es macht Spaß und es ist schön, dass es auf der Bühne lebt. Es ist eine Geschichte über Vorurteile. Der Riese hat nichts Schlimmes getan. Er ist nur anders und riesig und flößt deswegen Angst ein. We had to go through thick and thin. We had to lose a lot. Into the Woods wird am häufigsten aufgeführt. Und dann kommt The Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Die meisten dieser Musicals bringen später viel mehr Geld ein als jemals bei ihrer ersten Aufführung am Broadway. Und das brauchen der Komponist, der Song- und Buchautor auch. Dieses Einkommen gibt ihnen die finanzielle Sicherheit, in 2 oder 3 Jahren eine neue Show zu erfinden. Ein großes Theater muss $25,000 bis $35,000 die Woche bezahlen. Eine Schule mit zum Beispiel 12-jährigen Kindern bezahlt für die Kurzfassung von Into the Woods nur $395. Und dann bekommen sie das Gesamtpaket für ein ganzes Schuljahr, mit so vielen Aufführungen, wie sie wollen. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Abraham Lincoln. Assassins tells the story of the many Assassins erzählt die Geschichte der zahlreichen amerikanischen Präsidenten, die Opfer eines Attentats wurden, oder wenigstens beinahe. Die Anschläge auf die Präsidenten Lincoln, Kennedy, aber auch auf Gerald Ford und Ronald Reagan werden darin ineinander verwoben. Ich glaube, wir haben 9 Attentäter von insgesamt 13. Einige von ihnen waren verrückt, andere nicht. Manche waren zwar politisch motiviert, jedoch ganz normale Leute. Sie waren nicht alle verrückt, obwohl dieses Land lieber glauben möchte, dass sie alle verrückt waren. Das soll nämlich belegen, dass dieses politische System wundervoll ist.
Aber das ist nicht unbedingt richtig. Wir können dieses Musical vielleicht eine amerikanische Volksoper nennen. Sondheim vermischt hier viele Stile miteinander. Cowboy-Klänge, Gospel-Songs, religiöse Hymnen und so weiter. Das Stück ist nur 90 Minuten lang, aber sehr kraftvoll. Passion is a very difficult show. It's a very difficult subject matter. It's hard for an audience to buy into the fact. Passion ist eine sehr schwierige Show. Es ist nicht leicht für das Publikum zu verdauen, dass ein gut aussehender Mann, der eine Affäre mit einer hinreißend schönen Frau hat, von einer hässlichen, kränklichen und überhaupt nicht netten Frau eingefangen wird. But loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live and I would die for you. Well, I mean, the amazing thing about Passion, it's the one in which he tries to do the most subtle things. In Passion versucht er musikalisch höchst subtile Dinge. Kleine Veränderungen im musikalischen Material spiegeln das, was auf der Bühne passiert. Vielleicht ist es das am wenigsten erfolgreiche, sicher aber das am meisten missverstandene Werk. I think in a certain sense it was, I don't know, it was the least successful, I don't know, but in many ways the most misunderstood. Anyone can whistle, that's what they say. Easy. Anyone can whistle any old day. Easy. It's all so simple. Relax, let go, let fly. So someone tell me why can't I? It's always bittersweet. Es ist immer bittersüß bei Sondheim. Er lässt dich niemals wirkliche Freude empfinden. Da ist immer ein, pass auf, die Decke könnte herunterfallen. Daran ist nichts Falsches. Das ist eben sein Standpunkt. Er stellt immer das Gefühl von Verlust in der menschlichen Beziehung heraus. Das ist sehr interessant für einen Mann, der die meiste Zeit seines Lebens keine festen Beziehungen hatte. Ich erinnere mich, als bei mir einmal eine Beziehung zu Ende ging, da konnte ich Sondheims Song Good Thing Going nicht hören, ohne in Tränen auszubrechen. Ich erzählte das Steven und er war ziemlich schockiert und sagte, warum denn das? Und ich sagte, wir reden darüber, wie es ist, wenn eine Liebe am Boden zerstört ist. Und er sagte, oh, so habe ich das noch nie betrachtet. Es ist witzig, dass er, ohne etwas selbst erlebt zu haben, besser als irgendjemand sonst darüber schreiben kann. Ich denke, das wiederkehrende Thema bei ihm ist der dauernde Kampf, sich zu verändern, zu erproben und zu wachsen, trotz aller Widrigkeiten. Immer weiter zu versuchen, niemals aufzugeben, ein absoluter Kämpfer zu sein. Für mich ist er der größte Held. Im Oktober 2000 erhält Stephen Sondheim für sein Lebenswerk den japanischen Premium Imperiale, den Nobelpreis der Künste. Doch auch als 70-Jähriger ruht er sich nicht auf vergangenen Erfolgen aus. Seit einigen Jahren arbeitet er an einem neuen Musical, das vermutlich 2001 am Broadway herauskommen wird. Es beruht auf der Lebensgeschichte zweier gegensätzlicher Brüder. Mit dieser Produktion nimmt Sondheim die Zusammenarbeit mit Harold Prince wieder auf, die für 20 Jahre unterbrochen war. Wie immer werden sie Publikum und Kritiker überraschen. Die Leute erwarten von mir etwas ganz Bestimmtes und ich tue das Gegenteil. Und deshalb hassen sie mich. It's all so simple. Relax.
Let go, let fly. So someone tell me why can't I? I can dance a tango. I can read Greek easy. I can slay a dragon any old week easy. What's hard is simple. What's natural comes hard. Maybe you could show me how to let go, lower my guard, learn to be free. Maybe if you whistle, whistle for